Ja, danke, Bandbreite. Jetzt haben wir wirklich die ganze Bandbreite erlebt heute. Ich bin nach dieser Show sicher, dass wir den Vorwurf der Rechtsextremität hinter uns haben. Es war der Angriff, dass wir diese Halle heute nicht bekommen sollten, dass wir rechtsextrem sind. Jetzt haben wir einen schönen Ausgleich. Ich habe Ihr Herz gespürt. Ich glaube, die Dinge, die wir tun, die können wir nur mit dem Bauch beurteilen, wie das schon gesagt wurde. Da muss man den Verstand ausschalten. Das sind Dinge, ich habe ihr Herz gespürt, ich spüre hier Gerechte, die hier sind. Ich spüre nicht Gewalttätige, ich spüre nicht Menschen, die etwas Böses im Sinn haben. Ich spüre Menschen, die verzweifelt ringen, wie es auch in einem der Texte hervorkam, verzweifelt ringen, dass das Herz zum Hals schlägt, die schlaflos sind, die einen Weg suchen halt aus der ganzen Problematik. Ich betone nochmal, dass die AZK mit all dem, was wir präsentieren, heißt das nicht, dass wir all das gutheißen. Wir sagen, jeder soll auf die innere Stimme hören, auf seine Intuition und selber spüren, was für ihn gut ist und was für ihn nicht gut ist. Wir möchten einfach hier sein, um zu hören. Heute haben wir sehr viel gehört. Ich glaube, so viel, dass wir jetzt wieder mal für eine Weile genug haben. Wir müssen das wieder verdauen. Und ich komme zum Schluss jetzt, bevor ich an Frank übergebe. Ich komme jedes Mal, merke ich, nicht um mein Statement herum. Ich denke, mir geht es so, wie es vielen von euch geht. Die Probleme, die uns gezeigt wurden, wenn das so ist, wenn das Wahrheit ist, was wir heute gehört haben, dann sitzen wir wirklich in der Patsche. Dann haben wir wirklich etwas Schweres vor uns. Und mein Empfinden ist, diese Probleme, wenn sie so sind, wie wir es heute gehört haben, ist jetzt mein persönliches Statement, zu dem halte ich mich. Da sage ich, da kann uns nur ein lebendiger Gott helfen. Ja. Wirklich, wirklich. Ich glaube, dass keine menschliche Weisheit ausreicht, um damit fertig zu werden. Ich glaube, dass keine menschliche Kraft ausreicht, keine menschliche Intelligenz, einfach nichts. Jetzt wird sich einfach zeigen, wo der wahre Gott sitzt. Ja. Und AZK ist eigentlich nicht eine Heilsstätte. Wir machen hier nicht Heilsverkündigung. Hier bricht Licht auf mit der Bitte, geht hinaus und seid Licht, bringt die Dinge weiter, die sind. Heilsstätte, meine Heilsstätte ist in der OCG, wie ich das immer sage. Wenn du von mir wissen willst, was ich mache, ich habe hinten einen Tisch. Die Referenten haben ihre Heilsstätten. Jeder bietet hier seine Heilsstätte an. Ihr könnt sie euch anschauen. Sucht euch aus, wo ihr euch wohlfühlt. Geht dorthin, wo euer Herz euch hinzieht. Aber ihr spürt, dass wir alle um dasselbe kämpfen. Ja? Mein Wunsch ist, dass wir zusammen gewinnen, dass dieser Tag sich gelohnt hat, dass die kommenden Tage sich lohnen. Ja? Ich möchte zum Schluss nochmal auf unser neuestes Produkt hinweisen, die AZZ. Antizensurzeitung, wo wir knallhart die Dinge auf den Punkt bringen und hinten Quellenangabe. Nehmt sie euch unbedingt mit. Es hat 10.000 Stück, das sollte mindestens für jeden 5 bis 6 Ausgaben reichen heute. Und ich bitte euch, sendet uns eure Message zu. Macht doch mit aus aller Welt. Es ist eine Leserbriefzeitung. Und wir haben das erforscht, wir wissen aus Erfahrung, dass bei allen großen Medien die Leserbriefe am meisten gelesen werden. Die Leserbriefe interessieren die Menschen, das ist statistisch erwiesen. Wir machen auch immer wieder Leserbriefaktionen. Und ich möchte euch ans Herz legen, beteiligt euch auch in den öffentlichen Medien, ihr kommt da immer wieder rein. Ihr könnt sehr vieles über Leserbriefe immer noch zurechtbringen, wenn ihr etwas hört oder seht bei all dem, was läuft. Setzt eure Statements in die öffentlichen Zeitungen, da hast du für 50 Cent oder was, hast du manchmal mehrere Millionen Menschen erreicht. Ich kann euch das beweisen anhand von Stapeln von Leserbriefen, die abgedruckt wurden, weil die Menschen wollen das hören. Aber hier hast du explizit ein Medium, von dem ich denke, wenn wir das zusammen erarbeiten, dann können wir regelmäßig solche Antizensurzeitungen rausgeben und so kommt das Gedankengut unters Volk, so kommt Licht unters Volk, so kommt Wahrheit unters Volk. Wenn ihr es zusendet, könnt ihr es nächstes Mal stapelweise mitnehmen, überall, ich sage es nochmal, legt es ab an Bahnhöfen, in Bussen, macht Versand auf eigene Kosten irgendwo in eurem Dorf, in eurer Stadt, tragt es unter die Menschen, so bekommt der Mensch ein neues Denken. Alles andere
was nicht Licht ist, was nicht aufbricht, wird uns nicht helfen. Nun, ich danke euch, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet viel inneren Gewinn. Jetzt gibt es einiges zu verdauen. Es wird voraussichtlich noch 2 AZKs geben dieses Jahr. Frank, hast du die Daten? Sonst komme ich da schnell mal runter. Ja, es sind 27. Juni und 31. Oktober. Genau, so ist es mal vorgesehen, ob wir das wirklich so durchziehen können. Werdet ihr sehen, wir werden rechtzeitig wieder Meldung geben. Wie es definitiv läuft, so haben wir es mal geplant. Und bis dann auch wieder neue AZK-Ausgaben. Und wenn es klappt, gerade die nächste AZK, wieder unglaubliche Kaliber von Menschen, die sich hinstellen und uns Dinge sagen, da wackeln dir die Ohren wirklich. Also, ich befehle euch Gott und seiner Gnade. Ich freue mich, wenn ihr uns wieder sehen. Erzählt es weiter, kommt wieder. Und jetzt übergebe ich an dich, Frank. Und ich wünsche euch eine gute Heimfahrt, eine beschützte.